Okay, Servus an alle zusammen. Wir sind ein bisschen mit Verspätung diesmal dran. Aber ja, Servus in die Runde. Servus vor allem auch an Matthias Ostrolek, der heute bei uns ist, zu Gast im Interview. Servus zusammen. Geht's dir gut? Ja, ich war letzte Woche krank, aber mittlerweile geht es mir zum Glück wieder gut. Ja. Wieder erholt. Wieder erholt und bei Kräften, ja. Klassische Erkältung gewesen oder was? Ja, Grippe, einmal kurz komplett umgehauen und aber dann geht es ja zum Glück wieder eigentlich sehr schnell gut. Sehr gut. Ansonsten, wie ist es jetzt wieder zurück im schönen Augsburg zu sein? Schön, oder mir hat es ja immer hier sehr gefallen. Meine Frau kommt aus Augsburg und ist schön hier zu sein. Und ja, irgendwie auch, oder für mich ist es ja auch Heimat, ein bisschen Heimatgefühl und wieder in der Heimat zurück zu sein. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal ein ganzes Stück zurück, mal kurz zum Anfang deiner Karriere, weil du bist ja eigentlich gebürtiger Bochumer. Da hat ja eigentlich alles angefangen. Kannst du uns vielleicht mal so erzählen, wie es für dich so angefangen hat mit dem Fußball überhaupt? Jetzt gar nicht mit Profifußball, sondern so klassischer. Angefangen hat es, glaube ich, dadurch, dass mein 6 Jahre älterer Bruder Fußball gespielt hat, auch im Verein bin ich da immer mitgegangen und wollte am Anfang immer nur mit ihm und seinen Freunden spielen, was er ziemlich nervig fand, weil die ja natürlich alle größer, älter, schneller waren und ich da der kleine Bruder, der immer mitkommen wollte. Aber er hat es getan und ja, ich fand Fußballspielen immer cool. Dann wollten mich meine Eltern irgendwann, glaube ich, mit 5 oder 6 im Fußballverein anmelden. Das fand ich dann aber wieder nicht so cool, weil mein Bruder nicht dabei war. Der konnte ja nicht in der gleichen Mannschaft spielen wie ich. Und dann hat es eigentlich ein Jahr gedauert, dass ich ja, mich sozusagen im Verein aktiv spielen wollte, sondern halt ein Jahr lang weiterhin nur mit meinem Bruder und seinen Freunden spielen wollte. Und dann nach einem Jahr haben es meine Eltern hingeschafft, dass, ja, dass ich mich auch im Verein anmelden konnte und auch mit anderen Jungs oder in meinem Alter gespielt habe und nicht nur meinem Bruder da ja, hinterhergelaufen bin. Und dann ging es eigentlich sehr schnell. Da war ich bei einem kleineren Verein in Bochum. WSV Bochum sagt wahrscheinlich hier in der Umgebung niemandem was. Und aber nach einem Jahr ging es dann schon direkt zum VfL Bochum und bin dann eigentlich, ja, oder bin dann die komplette Jugend durchlaufen bis in die zweite Mannschaft. Und ich war dann fast 1,5 Jahre in der zweiten Mannschaft beim VfL Bochum. Und dann habe ich den Sprung sozusagen bei den Pro oder zu den Profis geschafft. Und dann war ich eigentlich insgesamt 14,5 Jahre in dem Verein. Deswegen verbindet mich auch sehr viel mit diesem Verein. Und es ist meine Heimat. Meine Freunde, meine Familie wohnen immer noch dort. Und es war schon was Besonderes, dort Profi zu werden, wo man aufgewachsen ist, wo man zur Schule gegangen ist und wo auch im Stadion dann sehr viele Freunde oder Schulkameraden im Stadion waren. Das war schon was sehr Besonderes. Steht man dann da echt im Stadion und sieht so die bekannten Gesichter da oben in der Reihe? Ah, den kenne ich, den kenne ich, den kenne ich. Ja, so ungefähr nach dem Spiel, wenn man dann mit den Fans gefeiert hat, oder man wusste, wo man selber vielleicht in der Kurve stand als ganz kleiner Junge, dann ja, wo man saß auf der Tribüne, wo man dann Balljunge war. Man kannte alles eigentlich von außerhalb und dann hat man das ja von unten live vom Rasen miterlebt und das war schon ja ein sehr geiles Gefühl und ich glaube, einzig allein diese Story hätte nur toppen können. Wir haben dann mit Bochum, wurden wir Dritter in der zweiten Liga und haben dann Relegation gegen Gladbach gespielt. Und ich glaube, wären wir da noch aufgestiegen, dann, ja, das hätte die ganze Geschichte eigentlich nur noch toppen können. Aber es war schon für mich was sehr Besonderes, dort zu spielen. Wann war für dich so der Moment, wo du gemerkt hast, okay, jetzt habe ich echt eine Chance, dass ich hier richtig weit komme? Ganz, ganz spät. Also bei mir sah es lange nicht danach aus, obwohl ich ja so viele Jahre bei einem Profiverein im Nachwuchs durchlaufen bin, aber ich war nie das größte Talent in meinem Jahrgang und da wurden ganz andere Spieler eigentlich immer gehypt und habe es dann ja in die zweite Mannschaft beim VfL Bochum geschafft und aber jeder weiß, dass eigentlich auch der Sprung aus der zweiten Mannschaft dann
zu den Profis trotzdem dann noch enorm groß und schwierig ist. Und am Anfang lief es auch für mich überhaupt nicht gut in der zweiten Mannschaft, weil ich kaum gespielt habe. Und die erste Saison eigentlich ja katastrophal für mich verlief. Ich da auch nebenbei noch studiert habe, weil es einfach nicht für mich danach aussagte, dass es in die Richtung Profifußball geht. Deswegen habe ich da eigentlich auch schon einen anderen Weg auch verfolgt oder mitverfolgt. Was war das Und für dann einer, ging. wenn ich kurz einhaken Bitte? darf? Was war das für ein Weg, den du eigentlich da schon geplant hast? Wirtschaftswissenschaften habe ich studiert in Bochum Okay. an der Uni. Und ja, habe da wie eigentlich viele dann in der zweiten Mannschaft gespielt und nebenbei studiert, war natürlich auch sehr zeitaufwendig. Und dann ging es eigentlich sehr schnell, dass ich damals gab es noch so einen U21-Länderpokal in Duisburg-Wedau und da für Westfalen gespielt habe und ja auf mich aufmerksam gemacht habe. Und dann ging es sehr schnell, dass sich sehr viele Berater gemeldet haben, andere Vereine sich bei mir gemeldet haben. Und innerhalb von 3 oder 4 Wochen, ja, hat sich auch beim VfL Bochum das alles gewandelt. Und ich war, glaube ich, 3 Wochen, 4 Wochen später wurde ich eingeladen zu den Profis zum Training. Und nach einer Woche bei den Profis wurde ich eingewechselt, habe mein erstes Spiel gemacht und noch mal eine Woche später habe ich von Anfang an gespielt und war sozusagen fast Stammspieler und habe dann jedes Spiel gespielt. Also es ging dann ganz schnell. Ja, spannend. Am Anfang erst gar nicht so richtig Lust gehabt und dann plötzlich Ja, bei der ersten. deswegen bin ich auch dankbar, dass meine Eltern da nicht aufgegeben haben, sondern mich weiter gezwungen haben, Ja. zum Fußballtraining zu gehen. Aber auch ja, insgesamt ist halt, wenn man, glaube ich, im Nachwuchsleistungszentrum eines Profivereins halt trainiert, ist es schon auch als ja, Jugendlicher oder als Kind schon sehr zeitaufwendig und da ist halt auch die Unterstützung der Eltern natürlich enorm wichtig, weil man muss zum Training gefahren werden, wieder abgeholt werden, Wochenende Turniere, Spiele. Deswegen, ja, ist da oder war da sehr viel Unterstützung der Eltern notwendig. Ja, es wäre schön, wenn man die dann auch bekommt. Ja, das auf jeden Fall. Erinnerst du dich an den Moment, als dann die Anfrage von Augsburg kam? Ja, da erinnere ich mich sehr genau, weil es dann ja, beim VfL Bochum für mich persönlich und auch für den Verein nicht so gut lief, nachdem wir den Aufstieg nicht geschafft haben über die Relegation, ging es halt in der nächsten Saison, sind wir halt sehr schlecht in die zweite Liga gestartet, gab es dann Trainerwechsel, dann lief es für mich persönlich sehr schlecht und sozusagen das erste Mal als Profi richtig viel Gegenwind bekommen und mal die andere Seite kennengelernt, dass es nicht nur steil bergauf geht, sondern halt ja, dass man da auch negative Erfahrungen macht. Und dann war Winterpause, ich war auch mit dem VfL Bochum in der Türkei im Trainingslager, es war schon, glaube ich, Ende Januar. Die zweite Liga hat da ja später angefangen wie die erste Liga. Und an dem Tag, wo die Rückreise aus dem Trainingslager war, habe ich einen Anruf bekommen von meinem Berater, dass ja, der FC Augsburg Interesse an mir hat und es auch ziemlich schnell über die Bühne gehen könnte, falls ich ja auch Interesse hätte. Und für mich war klar, Erstligaverein fragt an. Ich war damals nicht mehr Stammspieler beim VfL Bochum. Und natürlich war es, ich will, oder für mich klar, ich will diesen Schritt machen, weil es einfach ja eine Liga höher ist. Und ja, wenn Verein Interesse an dem Spieler hat, dann haben die auch irgendwas Bestimmtes mit mir vor. Und die werden mich nicht irgendwie nur so holen. Und deswegen war es, ja, ich will es natürlich machen. Andererseits war da schon ein bisschen ja, Wehmut, Traurigkeit dabei, weil mein Weg, der so lange bei meinem Verein, also wo ich halt groß geworden bin, ja sozusagen zu Ende geht und ich das irgendwie mir ein bisschen anders ausgemalt habe. Und aber wir, ja, dann sind wir aus dem Trainingslager zurückgekommen am Abend und am nächsten Morgen saß ich eigentlich schon mit meinem Berater im Auto Richtung Augsburg und habe mir dann hier am Nachmittag ja, ein Spiel angeschaut vom FCA gegen, glaube ich, das war damals noch gegen Freiburg oder so haben die, das war ein Rückrundenspiel.
Und am gleichen Tag habe ich dann ja hier unterschrieben und am nächsten Tag schon dann in Augsburg trainiert. Ja. Wie war das denn, das erste Mal so richtig von zu Hause und irgendwie weg zu sein? Auf jeden Fall eine sehr große Umstellung, weil ich bis dahin auch bei meinen Eltern gewohnt habe. Meine Mama natürlich auch sehr viel übernommen hat vom Essen machen, Wäsche machen. Und am Anfang hat man natürlich, oder bis man eine Wohnung findet, lebt man im Hotel, dann ist es alles nochmal ein bisschen anders. Aber 600 Kilometer von Familie, Freunden im Wert zu sein, die ersten Tage war noch mein Berater dabei. Da hat man so noch ein bisschen jemanden an der Hand, den man kennt, aber dann ist man ja auf sich allein gelassen, ziemlich jung, alles neu, eine komplett andere Umgebung. Habe auch direkt das erste Mal richtig kennengelernt, wie richtig viel Schnee fallen kann über Nacht und musste damit auch erstmal klarkommen. Und war natürlich eine ja, Riesenumstellung und auch die erste eigene Wohnung und dann ja, selber für sich zu sorgen, kochen, Wäsche machen, ist natürlich eine riesengroße Umstellung. Ja, und nebenbei geht es dann auch noch plötzlich in die Bundesliga. Und nebenbei ja, ging es natürlich auch in Augsburg für mich ziemlich schnell. Ich war eigentlich auch erstmal als Backup eingeplant, sozusagen als zweiter Linksverteidiger. Aber ja, kaum war ich hier eine Woche, hat sich ja, leider der andere Linksverteidiger oder leider für die Mannschaft, für ihn verletzt. Aber für mich war es dann so, dass ich halt eine Woche später sozusagen direkt ins kalte Wasser in der ersten Liga geschmissen wurde und dann ja da auch direkt gespielt habe. Und da ging es ja dann eigentlich auch nur noch positiv bergauf bei Augsburg, oder? Ja, genau, da ging es ja sowohl für mich wie auch für den Verein, ja, Ja. positiv bergauf. Man hat den Klassenerhalt geschafft, ein Jahr später nochmal den Klassenerhalt geschafft. Und dann ging es ja eigentlich auch sportlich die und auch von den Tabellenplätzen, ja, die sehr positive Entwicklung des Vereins ja, ja bergauf. Danach ja dann nach Augsburg irgendwie auch wieder der nächste Sprung. Warum ging es für dich dann nach Hamburg? Ja, es war zu einer Zeit, wo es für den FC Augsburg, aber für mich auch sehr gut lief. Ich mit den Vorlagen der ja, sozusagen oder der Linksverteidiger mit den meisten Vorlagen in der ersten Bundesliga war Mhm. und ich das Gefühl hatte, ja, für mich ist der Zeitpunkt gekommen, den nächsten Schritt zu machen bei einem größeren Verein. Und es gab unterschiedliche Anfragen aus der Bundesliga. Und sogar auch einer aus England, aus der Premier League. Aber ich war sehr schnell auf den HSV fokussiert, weil einfach diese Geschichte, die dieser Verein hat, diese Größe, diese Stahlkraft mich sehr fasziniert hat und ich da sehr schnell ja, auf den HSV fokussiert war und da auch diesen nächsten Schritt für mich dort gesehen habe. Wie war dann die Zeit? Was kannst du so erzählen? Sehr intensiv, ist natürlich ja, von der Größe des Vereins eine ganz andere Hausnummer wie jetzt der VfL Bochum oder der FC Augsburg. Bei meinem ersten Training waren 3.500 Zuschauer beim Training und da wusste ich direkt gleich, wo ich angekommen bin, dass das ein großer Unterschied war zu meinem vorherigen Verein, wo vielleicht 10 oder 15 Zuschauer bei einem Training waren. Und auch dann saß man mit Raphael van der Vaart, Marcel Jansen, Heiko Westermann, René Adler, alles ja, Nationalspieler von Deutschland, von Holland, die natürlich auch ja, ein ganz anderes Standing hatten in der Kabine. Und das war natürlich auch erstmal wieder für mich eine Umstellung. Ja, oder man hat die Größe des Vereins einfach sofort kennengelernt und dann auch mit in der Saison oder in den 3 Jahren, die ich dann dort war, habe ich natürlich auch die sowohl negativen wie auch positiven Seiten dieses Vereins kennengelernt, dass natürlich medial sehr viel mehr Druck aufgebaut wird, sehr viel über einen mehr berichtet wird, dass man ja, viel mehr in der Öffentlichkeit steht, in der ganzen Stadt dauernd angesprochen wird und es natürlich auch sportlich nicht ganz so lief, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe, wie, glaube ich, auch der Verein sich es vorgestellt hat. Und dann war es natürlich auch ja, eine sehr intensive und schwere Zeit, aber auch dann wiederum mit der geschaffenen Relegation gegen Karlsruhe waren es halt dann auch Erlebnisse.
ja, positive Erlebnisse, wo man dann auch wieder die Kraft des Vereins einfach gespürt hat. Und das war einfach, ja, emotional war es halt sehr intensiv und sozusagen hat mich der Verein auch sehr, ja, ins Herz geschlossen und gebunden, weil es einfach so intensiv die Zeit war. Und ja, es war schön, aber auch anstrengend für den Kopf. Wegen diesen zwei Extremen, so, okay, hier, das ist jetzt irgendwie ein bisschen schwierig und das ist aber auch so besonders schön, meinst du? Ja, es war schön, wenn man auswärts in Berlin 10 bis 12 oder sogar 15.000 eigene Fans dabei hatte oder eigentlich bei jedem Auswärtsspiel der komplette Gästeblock gefüllt ist oder viel mehr als der Gästeblock dabei sind. Da sieht man einfach, oder Fanclub-Besuche in ganz Europa macht, da sieht man einfach einen ganz anderen Ausmaß, den der Verein macht. Trainingslager in Dubai und da sind selbst, weil nicht bis zu 50 Fans dabei. Da sieht man einfach, dass diese Aufmerksamkeit viel größer und höher ist. Aber natürlich, dass es, oder wenn es sportlich nicht so gut läuft, dass natürlich auch viel mehr Druck aufkommt, viel mehr, ja, viel mehr Menschen über einen urteilen. Und das schüttelt man natürlich als Mensch. Man ist ja kein Roboter oder irgendwie nicht einfach ab, sondern man macht sich über alles Gedanken auch. Und es ist natürlich dann nicht so einfach zu verarbeiten. Wie bist du mit diesem Druck dann so ein bisschen umgegangen, der dann manchmal so entgegenkam? Ja, ich habe mich versucht, auf mich zu fokussieren. Ich habe auch, ja, oder am Anfang war es natürlich eine Umgewöhnung. Man musste erstmal damit klarkommen. Man musste, ja, erstmal neu, vielleicht auch neue Erfahrungen sammeln. Ich habe dann auch mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet. Es waren dann unterschiedliche Sachen, die einem dabei geholfen haben. Familie, Freunde, die eine andere Sichtweise natürlich darauf haben wie ich, weil ich einfach mittendrin bin und dann einfach im Austausch ja, mit denen einfach seine Gedanken, seine Gefühle zu äußern und dann von denen die Meinung mitzunehmen und dann ganz anders die Sache zu sehen, wie man dann vielleicht, wenn man selber drinsteckt, es selber wahrnimmt. Ja, danach ging es ja nochmal weiter. Jetzt quasi die gleiche Frage wieder. Wie kam es dann zum nächsten Wechsel zu Hannover? Ja, zu Hannover war es so, dass mein Vertrag in Hamburg auslief. Ich in der Saison aber fast alle Spiele beim HSV gemacht habe, auch mit Markus Gisdol einen Trainer hatte, mit dem ich sehr gut klargekommen bin, der in mir das Potenzial gesehen hat, dass ich auch auf der 6 spielen kann im Mittelfeld, nicht nur Linksverteidiger, den ich eigentlich immer vorher nur gespielt habe. Er sich das ja zugetraut hat und mir es auch zugetraut hat und es dann auch sehr gut lief sportlich für mich. Aber mein Vertrag lief aus und wir auch in einer Saison waren mit dem HSV, wo es bis zum Ende um den Klassenerhalt ging und somit sehr lange auch keine Gespräche mit mir stattgefunden haben. Und natürlich macht man sich dann auch Gedanken, ja, mein Vertrag läuft aus, wie geht es danach weiter? Und da haben mich andere Vereine kontaktiert, ich da auch mit dem Verein im Austausch war. Und letztendlich habe ich mich dann ja, für Hannover 96 entschieden, die damals aus der zweiten Liga in die erste Liga aufgestiegen sind, auch ziemlich viel vorhatten in der ersten Liga und nicht gesagt haben, dass dass das primäre Ziel nur der Klassenerhalt ist, sondern auch in den nächsten Jahren was aufgebaut werden soll. Und ja, von dem Weg war ich überzeugt und bin deswegen den Schritt nach Hannover gegangen. War dann bestimmt auch wieder ein ganz anderer. Ich habe deine Frage jetzt nicht ganz verstanden am Ende. Oh, sorry. War bestimmt dann wahrscheinlich auch eine ganz andere Erfahrung dann wieder in Hannover, also vom Ja, Programm her als in Hamburg. jeder Verein ist natürlich anders. Hannover ist jetzt natürlich auch kein ganz so kleiner Verein, hat auch schon eine gewisse Historie und auch eine sehr große Fanbasis. Nicht so groß wie der HSV, was leider zu dem Zeitpunkt so war, dass ja, die Ultras, die größere Fangemeinde,
damals sehr viel Stimmung gegen Martin Kind gemacht hat. Deswegen war die erste Saison, obwohl es sportlich vor uns sehr gut lief, wir als Aufsteiger vor allem am Anfang der Saison für sehr viele große Überraschungen sorgen konnten, aber die Stimmung einfach im Stadion ja nicht so da war, sondern eher eigentlich sehr schlecht war, weil einfach ja eine sehr große Fangemeinde da Stimmung gegen Martin Kind gemacht hat und es für uns Spieler so ein bisschen ja traurig war, obwohl wir halt so gute Leistungen gebracht haben, dass man das dann nicht so ja wertgeschätzt gefühlt hat. Danach ging es ja dann doch mal ins Ausland für dich. Wie kam der Wechsel zustande? Es war so, dass wir leider mit Hannover im zweiten Jahr abgestiegen sind. Ich dann noch im dritten Jahr auch Vertrag hatte für die zweite Liga und ich ja mit Hannover in der zweiten Liga gespielt habe. Die Saison leider für mich persönlich ja katastrophal verlaufen ist und auch ja insgesamt für mich die schwerste Saison als Profi war, weil ja ich da auch im Training sehr negative Erfahrungen erleben musste mit den Trainern, dass ich nicht mal ja beim 11 gegen 11 zum Beispiel mit der Mannschaft trainieren durfte, konnte, sondern Runden laufen musste oder auch Nachwuchsspieler mir davor gezogen wurden und somit halt die komplette Saison für mich ja sehr schlecht verlief und auch für mich persönlich ja mental nicht so einfach war zu verarbeiten, weil es einfach komplett anders war, wie ich es davor erlebt habe. Und ja, in der Rückrunde kam dann auch noch Corona sozusagen dazwischen und da wussten natürlich auch viele Vereine nicht, wie es weitergeht ja, in der Sommerpause und da lief mein Vertrag in Hannover aus und nach der sehr schwierigen Saison war es dann auch nicht ganz so einfach, einen Verein zu finden. Es gab ein paar Anfragen aus dem Ausland, aber entfernteren Ausland. Und die wollte ich im Sommer noch nicht annehmen. Und so kam dann halt irgendwann der Kontakt nach Österreich zum Flyer Alarm Admira. Und ich darauf Lust hatte, nach dem Gespräch mit den Verantwortlichen, da dem Verein zu helfen, der jetzt kein so großer Verein ist, aber der in der ersten Liga in Österreich gespielt hat. Und so kam das zustande. Und so konnte ich einerseits sagen, viele, ja, ist ja auch ein deutschsprachiges Land. Aber für mich persönlich war es trotzdem eine Auslandserfahrung, weil sowohl im Land verläuft nicht alles gleich. Das System ist nicht komplett gleich wie in Deutschland. Und auch im Fußball, ich sehr viele neue Leute, sehr viele neue Gesichter, neue Stadien kennengelernt habe, auch von der Herangehensweise und vom Ablauf ist auch natürlich auch ein bisschen anders, ja, vonstatten geht wie in der deutschen Bundesliga. Und ich ja sehr dankbar auch über diese Erfahrung bin und war, weil es einfach ja was komplett Neues nochmal war. Wie kam es dann zu deinem Karriereende schlussendlich? Das kam eigentlich jetzt nicht, dass ich gesagt habe, jetzt ist Schluss für mich, aber ich habe die Entscheidung. Oder wir als Familie haben die Entscheidung getroffen, auch aufgrund unserer Tochter, dass wir im Sommer zurück in die Heimat ziehen wollen. Ich jetzt mit meinen 32 Jahren auch gesagt habe, ich jetzt nicht mehr ja alles machen werde, vor allem was das Ausland angeht, sondern ja, dass wir in Augsburg wohnen wollen und wenn dann in der Umgebung was zustande kommt, worauf ich Lust habe und was für uns als Familie Sinn macht, dass ich das nochmal machen würde, aber jetzt nicht ja, um jeden Preis, dass wir irgendwie als Familie getrennt sind oder irgendwas anderes, sondern dass uns wichtiger war. Und ich gesagt habe, irgendwann wird eh der Zeitpunkt kommen, wo ich mich umorientieren muss. Und ich diesen Zeitpunkt jetzt mit den 32 Jahren für vollkommen okay empfunden habe. Ich hätte riesen Lust noch gehabt, auch weiterzuspielen. Und wenn irgendwas in der Umgebung wäre, was gepasst hätte, glaube ich, hätte ich es sofort auch gemacht, weil ich einfach noch richtig Lust habe und hatte, Fußball zu spielen, weil es einfach das ist, was mir am meisten ja, Spaß macht, auch immer noch. Und aber ich damit auch kein Problem hatte, wenn es nicht so ist. Und es war oder es ist dann nichts zustande gekommen, was Sinn gemacht hätte. Und
Deswegen ist es sozusagen ja, so dann abgelaufen, wie es jetzt abgelaufen ist. Und ich jetzt gerade sozusagen in der Findungsphase bin, wie es jetzt oder auch schon ein bisschen weiter als in der Findungsphase bin, wie es jetzt weitergeht für mich als ja, nicht mehr aktiver Profispieler. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Jetzt bloß nochmal so ein bisschen rückblicken, wenn du jetzt deine Karriere so betrachtest. Was war für dich so der Höhepunkt, sage ich mal, und was war aber auch so mit der schwierigste Teil irgendwie? Ich glaube, es gab ganz viele Höhepunkte. Für mich ist, glaube ich, schwer zu sagen, da gibt es nur einen Höhepunkt. Ich hatte jetzt nicht, dass ich irgendwie einen Aufstieg gefeiert habe. Ich glaube, dass solche besonderen Anlässe werden nochmal oder halt ein DFB-Pokalsieg, eine deutsche Meisterschaft. Sowas habe ich leider nicht in meiner Karriere gefeiert. Aber es gab ganz viele kleinere Höhepunkte. Natürlich das erste Spiel als Profi, das erste Spiel in Augsburg in der ersten Liga. Das sind halt ganz besondere Momente, wo ich mich, glaube ich, ein Leben lang zurückerinnern werde und auch sehr viele Einzelheiten von dem Tag weiß. Auch die Relegation mit dem HSV in Karlsruhe, ja, in der gefühlt 96. Minute da das 1-1 zu machen und sich sozusagen in die Verlängerung zu retten und es dann geschafft zu haben. Es sind halt ganz viele schöne Momente oder Erlebnisse, die ich mitnehmen werde in meiner Karriere. Deswegen kann ich da nicht genau sagen, das war dieses Spiel oder dieser Moment, das war mein absoluter Höhepunkt meiner Karriere. Ja, negativ natürlich. Einmal Sport oder traurig, sehr traurig darüber bin ich halt, dass die verpasste gewonnene Relegation gegen Gladbach damals mit Bochum. Ich glaube, das wäre für mich schon noch mal was ganz Besonderes und Spezielles gewesen mit dem Verein, wo ich groß geworden bin, wo ich es geschafft habe, Profi zu werden, da den Aufstieg mit zu feiern. Ich glaube, das wäre schon sehr, sehr besonders gewesen. Deswegen war es schon sehr schwer damals, es erstmal zu verarbeiten als sehr junger Spieler. Und dann natürlich die Phase, das dritte Jahr in Hannover, das war auch ja für mich sehr schwer, dass man so als Spieler, ich glaube, ich kann sagen oder alle Trainer könnten bestätigen, dass ich ja, ein Profi bin, der in jedem Training Vollgas gibt, egal ob er von Anfang an spielt oder nicht. Und ja, dass man da so ein bisschen als Spieler behandelt wurde, ja, das war schon sehr schwer, damit umzugehen, auch völlig komplett neu für mich gewesen. Und das war schon eine sehr schwere Erfahrung, die ich da machen musste. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt jetzt der Ex-Profi aus der Bundesliga nach Hallbergmoos? Wie kam das zustande? Ja, das war eigentlich auch überhaupt nicht geplant. Das kam eigentlich ja über eine Freundschaft zustande zu Bastian Bornkessel, der seit dem Winter Co-Trainer bei Hallbergmoos ist. Und wir uns, weiß nicht, im Dezember oder Januar seit sehr langer Zeit wieder getroffen haben, gemeinsam in München essen waren. Wir kennen uns, weil wir gemeinsam Abitur gemacht haben und beide aus Bochum kommen. Deswegen kennen wir uns schon sehr lange. Es haben sich dann unsere Wege getrennt, natürlich, weil ich Profi geworden bin und sozusagen ein bisschen andere Orte kennengelernt habe. Aber auch er hat auch sehr gut und erfolgreich Tennis gespielt, ist dann nach Amerika gegangen nach der Schulzeit und hat dort, glaube ich, ja, Tennis gespielt und nebenbei studiert. Und ich wusste dann, dass er irgendwann ja zurück nach Deutschland gekommen ist, in München gewohnt hat und wir ja immer mal wieder Kontakt miteinander hatten, geschrieben haben. Und dann, seitdem wir wieder in Augsburg wohnen, haben wir oder ist der Kontakt wieder intensiver geworden und dann haben wir uns getroffen. Und dann hat er mir davon erzählt, dass er Co-Trainer geworden ist und dass die im Abstiegskampf sind. Und eigentlich aus dem Spaß hat er es mehr gemeint, ob ich irgendwie mir vorstellen könnte, wenn es zeitlich bei mir irgendwie passen würde, ob ich denen halt ja als Spieler helfen könnte. Und am Anfang habe ich es gar nicht ernst genommen und mich jetzt nicht so krass damit beschäftigt. Aber ich habe ihm gesagt, ich will nicht komplett Nein sagen. Lass uns einfach mal die nächsten Tage, Wochen schauen.
ob es auch vom Zeitlichen überhaupt möglich ist. Und ja, und dann kam immer mehr zustande. Dann hat er mich mal mit Anselm Küchle kontaktiert, den sportlichen Leiter von Hallberg Moos. Ich da mit ihm im Austausch war, dann auch mit meiner Frau gesprochen habe, ob es zeitlich sowohl mit der Familie ja, klappen könnte, wie auch ich mich da zu der Phase Richtung Spielerberatung orientiert habe und geschaut habe, ob das auch ja, damit einhergehen kann, dass ich da die Zeit finde, trotzdem sozusagen da weiter, ja, oder mich weiter in die Spielerberatung zu vertiefen und halt dort, ja, bei Hallberg Moos das zu machen. Und irgendwann kam dann auch die Spielgenehmigung, oder Anselm Küchler hat mich gefragt, ob er überhaupt mal eine Spielgenehmigung für mich beantragen darf, weil Ende Januar sozusagen für mich, glaube ich, auch die Frist abgelaufen wäre, um eine Spielgenehmigung zu bekommen. Und ich meinte, ja, natürlich. Weil dann oder ja, lassen wir es einfach am Leben oder wenn ich keine Spielgenehmigung bekommen hätte, dann ja, wäre sozusagen alles schon mal oder könnte es gar nicht klappen. Und dann kam vieles einfach zustande und irgendwann haben wir gesagt, komm, lass uns einfach probieren, wie es bei mir zeitlich geht, wie oft ich kommen kann. Und ja, und ich muss sagen, es macht mir sehr viel Spaß, sowohl mit den Jungs als auch der Austausch mit dem Trainer und Co-Trainer, weil ich jetzt auch für mich beschlossen habe, einerseits in die Spielerberatung zu gehen, andererseits ich auch in diesem Jahr den Trainerschein machen werde, die B-Lizenz, weil ich einfach sehr viel Spaß daran habe oder jetzt auch gemerkt habe, den Austausch mit den Trainern, die bei der Trainingsvorbereitung dabei zu sein, mal ein Spiel ein bisschen gemeinsam zu analysieren, gucken, was man besser machen könnte unter der Woche und das mir auch sehr viel Spaß macht. Und so ist das jetzt zustande gekommen und ich versuche da einerseits als Spieler zu helfen auf dem Platz, andererseits auch mit den Trainern da eine Rückmeldung aus meiner aktiven Karriere zu geben und da auch ja mit denen sozusagen ein bisschen mitgestalten und einfach so, wie es bei mir zeittechnisch es geht, so viel wie möglich sowohl ja, dem Team wie auch dem Trainerteam zu helfen. Also du schaust einfach, je nachdem, wie du Kapazitäten hast, mal als Spieler, mal als Trainer, einfach so an jeder Ecke so ein bisschen zu helfen irgendwie. Ja, genau. Also es ist ja beides miteinander so ein bisschen verbunden. Also, wenn ich beim Training dabei bin, kann ich ja natürlich vorher im Austausch sein mit den Trainern. Wir haben aber auch eine WhatsApp-Gruppe, wo wir sozusagen ja, die Woche so ein bisschen Trainingsplanung machen. Und ja, bis jetzt war es eigentlich oder hat das eigentlich zeitlich sehr gut geklappt. Letzte Woche wäre ich gerne auch dabei gewesen und hätte den Jungs auch auf dem Platz geholfen am Wochenende. Da war ich leider krank. Diese Woche sieht es auch gut aus und da hoffe ich, dass ich auch am Wochenende mit den Jungs auf dem Platz stehen kann und wir dann erfolgreich sind. Also ich versuche einfach, weil es mir auch sehr viel Spaß macht. Ich glaube, wird es mir nicht so viel Spaß machen mit den Jungs und auch mit den Trainern. Dann weiß ich nicht, wie intensiv, wie ich es machen wollen würde, aber es macht mir ungemein Spaß mit mit den Jungs, mit den Trainern und deswegen habe ich da auch kein Problem, sehr viel Zeit zu investieren. Ist auch für mich halt schon auch eine weitere Fahrt nach München, eine Stunde zu fahren, die ich dann versuche sinnvoll zu nutzen mit Telefonaten und auch Podcasts zu hören und ja, schön wäre, wenn am Ende alle davon profitieren können. Ich da ja, meine ersten Erfahrungen als Trainer sammeln konnte und da vielleicht auch mehr weiß, was die Zukunft für mich betrifft, ob es wirklich in der Spielerberatung ist, ob es vielleicht doch im Trainerdasein ist. Ist halt schon ja, keine einfache Entscheidung, wenn man eigentlich bis jetzt ein komplettes Leben nur Fußball gespielt hat, was man danach genau machen möchte. Da ist man, glaube ich, oder für viele ist es so ein bisschen erstmal in einige Sachen so ein bisschen hineintasten und da dann den richtigen Weg zu wählen, was am meisten einfach am Spaß macht. Und am Ende hoffe ich natürlich, dass wir als Verein dann auch die Klasse halten können. Also kann man das so sagen, dass du jetzt quasi noch so ein bisschen auf der Erfindungsphase bist? Du hast es jetzt gerade schon gesagt mit Spielerberatung und Trainer.
Aber es ist jetzt noch nicht für dich eindeutig, in welche Richtung es jetzt in der Zukunft gehen wird. Nee, ich glaube, zu 100% eindeutig ist es noch nicht. Also ich auch, ja, wie gesagt, den Trainerschein auf jeden Fall machen möchte, um es auch einfach mal gemacht zu haben und da auch nochmal einen neuen Input zu bekommen und einen Einblick zu bekommen. Ich auch nochmal an der Fernuni ja, Sportmanagement wahrscheinlich studieren möchte, da auch nochmal einen Einblick zu bekommen, einfach unterschiedliche Einblicke nochmal und ja, Erfahrung zu sammeln, um dann am Ende ja den besten Weg für mich zu finden, worauf ich sehr viel Spaß habe und so, wo ich halt sehr viel Energie reinstecken möchte. Ja gut, dann bleibt es auf jeden Fall noch spannend, wo wir dich schlussendlich dann wieder sehen werden. Ich habe an der Stelle jetzt auch eigentlich gar keine Fragen mehr und bedanke mich schon mal fürs Gespräch. Ja, ich habe auch zu danken. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, wie es dann weitergeht und jetzt auch fürs Wochenende. Dankeschön. Ja, können wir gut gebrauchen. Ja, okay, gut dann. Vielen Dank und einen schönen Abend noch. Danke, gleichfalls. Ciao. Ciao.